Und direkt das nächste Set. Hoven gegen Reposets. In Losers Semis. In Losers Finals. Und wir sehen immer noch Greninja hier von Repos. Oh, ja. Ja, er kommt ja schon raus tatsächlich aus der Side B, aber das hat natürlich jetzt auch noch mehr Schaden gemacht, als eine normale Side B normalerweise macht. 25 Schaden, da die 2 gekriegt hat. Oh. Okay, also viele Side Bs. Viele Side Bs von oben. Oh, er hat da fast noch ein Side B machen können. Oh, unterbricht er den Jump. Und wieder das Get-Up gereadet. Versucht ihn da hochzukriegen mit der Abwehr. Oh, wow, den F-Smash. Ich will nicht sagen random, aber der kam aus dem Nichts. Und war gut aufgeladen. Also 92% jetzt auf Greninja. Greninja muss auf jeden Fall sehr vorsichtig sein in dem Matchup. Cloud killt gerne früh. Oh. Uptilt wird gepunished. Oh, und das killt schon. Ja. Greninja hat sehr dünne Froschschenkel. Nicht viel Gewicht. Cloud dagegen relativ heavy. Hopp. Auch wieder schnell 28% auf ihm drauf. Okay. Mal schauen, ob Repos das noch umdrehen kann. Braucht jetzt auf jeden Fall ein paar Grabs. Oh, viel Damage. Oh, und jupp, das war's schon. Schneller Limit Cross Slash. FD ist gebannt. Und ich bin fast positiv, dass jetzt kein Greninja mehr kommt. Oh ja, wir sehen schon mal eine andere Steuerung. Die Fast. Okay, wie Rosalina gegen Cloud. Halte ich für eine relativ gute Idee. Ah, mal schauen. Okay, also wir sehen, Battlefield ist der Pick von Repos. Natürlich ein gern gesehener Pick für Rosalina. Dreamland wäre natürlich auch eine Option, aber Cloud killt wirklich früh und wenn man dann auch noch leichter ist, lässt man das doch lieber. Also, Luma ist weg. Limit ist online. Und Ruben verlässt sich auf jeden Fall darauf, dass Repos Panikreaktion zeigt, aber verschwendet hier auf jeden Fall Limit. Und es geht nach oben für Rosalina. Nach ihrem eigenen Juggle. Luma ist immer noch da. Limit ist inzwischen weg. Also, was sehen wir hier? Oh, das war das Ende von Luma. Jetzt hat er natürlich viel Zeit, um Rosalina ordentlich zuzusetzen. Side B. Air Dodge Read Grab versucht. Oh, da kriegt er einen Raw Up Smash. Und da ist er oben. Okay. Oh, Repos kriegt einen Abzählt. Oh, und inzwischen macht sich auf jeden Fall der Battlefield-Pick bezahlt. Cloud hat auf jeden Fall Probleme, auf die Stage zu kommen. Wow. Und das war Luma. Ja, man kann das auf jeden Fall machen, was er da gerade versucht hat, aber es ist natürlich auch riskant, wenn er außen steht, an der Edge. Oh, was. Ganz komischer Whiff. Ganz komischer No-Punish. Und wir sehen hier wieder, Luma ist da. Und auch Limit ist wieder da, so gut wie. Oh, er darf jetzt natürlich nicht mit Limit Offstage sein. Oh ja, verschwendet es direkt, okay. Vielleicht hat er da Angst und F-Smash, boom. Pum. Boom. Luma ist gone. Wir hören Brawl-Geräusche im Hintergrund. Und Rosalina offstage, ohne Luma. Bisschen Zeit schinden. Oh, aber ist immer noch in der Gewalt von Cloud. Oh, Luma wird diesmal nicht erwischt. Fliegt einfach mit.
Gucken, ob er den hier saven kann. Ja. Oh. Kann er hier noch ordentlich Damage machen mit Luma? Oh. Weil mit Rage und Luma kann Rosalina sehr früh killen. Mal sehen, ob wir so einen davon sehen. Obwohl das hier Battlefield ist. Oh, schon wieder ein Upsmash. Na gut, wie sieht's aus? Der Crosslash ist weg. Hat nichts gebracht. Okay, also. Luma! Ah, da hat er wieder zu sehr rumgespielt. Nicht funktioniert. Und Luma ist weg. Der Rasenmäher klärt den grünen Luma weg. Lässt sich hier nicht von dem Tomahawk treffen. Und grabt lieber selbst. Luma, Limit ist immer echt schnell wieder online. Also, Ruben benutzt es auf jeden Fall gut. Oh, wow, er macht Up-B Climb Hazard mit Limit und wird trotzdem von dem F-Smash gecatcht. Also hier, 1-1. Greninja war ja eine nette Idee, aber lieber Rosalina. Jetzt ist das Ding, jetzt kommt Meta Knight, dachte ich mir. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Also eigentlich ein schlechtes Matchup für Rosalina vermutlich. Aber Rebus hat es in letzter Zeit auf jeden Fall nicht so schlecht gespielt. Also wollen wir mal schauen, wie er sich das vorstellt. Bleibt auf jeden Fall an der Edge. Oh, kriegt da den ersten Punish, geht wieder zur Edge. Oh, und fängt die Dash Attack ab. Um welchen Preis? Luma für 13 Sekunden weg. Versucht, schafft es im Moment relativ safe. Oh, wird nicht gepunished. Oh, ja, der Foxtrot von Ruven. Und Luma ist wieder da. Oh, er spielt echt gut mit der Edge eigentlich zusammen. Oh, Side B. Jupp, Luma ist weg. Dafür, ja, er wieder an der Edge. Ja, keine schlechten Ideen, aber er darf jetzt nicht seine ganzen Options zu oft zeigen, auf jeden Fall. Sonst wird er zu hart gepunished danach. Oh, und Luma ist wieder weg. Ja, das ist natürlich die Gefahr. Jetzt ist... Oh. Oh, okay. Ach, das ist 21% erst drauf. Auf Rosalina. Meine Güte. Wow. So eine floaty, squishy... Rosalina hier. Oh. Und jetzt ist auf jeden Fall auch schon wieder die Zeit, wo Meta Knight relativ hart aufpassen muss, weil viele Attacken von Luma jetzt schon killen. Oh. Oh. Okay, das ist der Edge Guard. Kommt da direkt auf die Stage und wird nicht dafür gepunished. Oh. Okay. Hat ihn auf Stage. Versucht wieder hinterher zu gehen. Oh, kriegt ihn. Tag. Oh, okay. Er recovered safe. Nice. Luma ist wieder disconnected. Oh, da hat er sich schon was bei gedacht. Oh! Da hat er ihn sich nicht schnell genug... Oh! Ah, kein Up-Smash-Kill. Aber Luma ist auf jeden Fall sehr gut darin, Leute aus dem Grab zu befreien. Wenn man ein-, zweimal pummelt oder ein bisschen zu lange wartet, kommt da direkt die Attacke. 107% auf Rosalina. Sie ist jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall aus den Prozenten raus, dass sie mit der Abwehr abbiegt wird, aber kriegt direkt eine Down-B. Aber hier der Revenge-Kill, 1-1. Okay, sowohl Luma als auch Mitch. Oh. Okay, also alles findet immer noch sehr an der Edge statt. Im Moment ist Ruben allerdings an der Edge. Er schafft es, Luma rauszuhauen, ohne gepunished dafür zu werden. Hat kurz in mir gehalten, auf jeden Fall geschaut, ob Repos ihn punishen will. So. Rosa ist jetzt wieder on stage und Luma wieder da. Er muss auf jeden Fall... Oh, Berg, er trifft.
Upthrow, ja, schaffst du ja direkt zu airdodgen. 50-50. Zu greedy von Repos. Vielleicht beim nächsten Mal. Es wird natürlich jetzt eng bei beiden hier. Buben versucht irgendwas rauszubaiten. Oh, aus ihm schafft es damit ab. Er hat sie. Er hat ihn. Okay. 2-1. 2-1 für Buben. Im Hintergrund. Was? Ja. Wir sehen im Hintergrund auf jeden Fall die Brawl-Konsolen an. Diddy, die damals noch mit Chain Grab. Und es wird überlegt, hier erstmal von Ruven. Nimmt er wieder Cloud. Ne, bleibt Meta Knight und Repus bleibt Rosalina. Oder auch nicht. Habe ich nur. Ja, ich glaube, dass Mario nicht das beste Matchup ist, vielleicht. Also schauen wir mal, was Repus hier mit seinem Mario zu bieten hat. In seiner Freizeit spielt auf jeden Fall ziemlich gerne Mario. Sehr nervig. Weiß aus jeder Kombo irgendwie was zu machen. Aber mal schauen, ob wir das hier jetzt auch im Turnier sehen. Ich glaube, dass Ruven Cloud auf jeden Fall pickt für Mario. Also müssen wir mal schauen, wie das aussieht nach diesem Match hier. Okay. Huch. Hat auf jeden Fall Reaktion erstmal erwartet. Repus bei der Down-Throw-Kombo. Oh. Okay, er dodgt raus. Hat ihn aber wieder. Und da muss er aufpassen. Fällt er raus. Aber immer noch in der Kombo drin. Down-Throw. Okay, er ist rausgebrochen mit der Nair. Klassisch. 37% auf Meta Knight. Oh, schafft es dann mit der letzten Hit von der Dare irgendwie noch zu treffen. Puh. Okay, beide gönnen sich erstmal eine Verschnaufpause. Oh, oh, okay, das war cool. Und da hat ihn im Downthrow. Oh. Ja, leider nur einen Hit. Okay, und das ist wieder even. Oh, er versucht es mit dem Super Greedy Upsmash und wird gebackert. Offstage für den Punish. Alles klar, Mario. Oh. Der Raw F-Smash wird gepunished. Und zwar ordentlich. Was das? No. Aber beinahe. Noch so eine kann Mario wahrscheinlich nicht einstecken. Und er whifft die Grabs. Mario darf seine Grabs nicht whiffen. Die wichtigsten Prozente, die er machen kann hier mit dem Grab. Er kriegt nicht mehr so richtig Kombos jetzt mit Mario an den Start. Ist er jetzt schon fast tot? Oh. Oh, schöner Reverse Up Smash. Okay, 88%. Oh oh. Mal schauen, ob er das noch holen kann. Oh, perfekt mit F-Smash. F-Smash. Schild ist fast weg, aber engage nicht. Und er kriegt den Grab. Oh, kriegt keinen Up-Tilt bei 0%. Wäre schön gewesen. Oh, und das war's. Okay, 3-1. 3-1. Gute Leistung hier von Ruben.